Leute, der erste Glitch in Black Ops 6 ist am Start. Leider ist es nur ein Eselskick-Glitch, also dass ihr drei Waffen tragen könnt. Aber es soll ja Leute geben, die stehen drauf, deswegen zeige ich es euch hier. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4GM. Braucht ihr Hilfe in Black Ops 6, dann geht auf U4GM. Habt ihr keine Lust oder Zeit auf den mühseligen Camo-Grind, dann schaut bei U4GM vorbei. Mit einer exzellenten Bewertung auf Trustpilot könnt ihr sicher sein, dass ihr euer Zeug erhaltet. Link zu U4GM ist in der Beschreibung. Okay, als erstes müsst ihr den Messer-Move verstehen. Wenn ihr Messer lange gedrückt haltet, dann wechselt ihr automatisch auf die Klinge. Also einfach Messer lange gedrückt halten. So, jetzt holt ihr euch als erstes zwei Waffen. Okay, jetzt geht ihr mit den zwei Waffen zu einer Leiter, stellt euch davor, rennt auf die Leiter zu und macht gleichzeitig den Messer-Move, wenn ihr hochkrabbelt. Dann seht ihr, dass ihr hier noch das Messer in der Hand habt und könnt euch dafür eine dritte Waffe kaufen. Okay, ich zeig's euch hier nochmal in Slow-Mo. Also ich gehe auf die Leiter zu, mach den Messer-Move und gehe gleichzeitig die Leiter hoch. Wenn ihr drei Waffen habt, dann könnt ihr auch jederzeit eine bessere Waffe dafür von der Wand kaufen oder vom Boden aufnehmen. Okay, der Glitch ist jetzt nicht gerade zum Abfeiern, aber ich wollte ihn euch hochladen, weil es der erste Glitch ist. Aber es kommen bestimmt noch bessere. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, peace.